Ja, Laura Ludwig, die Beachvolleyball-Saison ist schon in vollem Gange und Sie sind nicht dabei. Was ist da los? Wie fühlt sich das an? Das ist sicherlich ungewohnt. Ist ungewohnt, aber irgendwie in meiner Situation gerade ist es echt auch schön, angenehm. Also der Druck besteht nicht, dass ich da unbedingt auf diese Tour muss gerade, weil ich nämlich unseren kleinen Sohn erwarte und darauf freue ich mich auch. Es ist eine neue Challenge für mich irgendwie. Aber ich bin auch froh, wenn ich dann auch wieder auf dem Sandkasten stehe. Mir kribbelt es dann doch schon wieder, wenn ich ein paar Turniere mir angucke. Sie gelten als sehr emotionaler Typ. Wie ist das jetzt so als werdende Mutter? Wie lässt man da seine Freude raus? Also bei ein paar Kinderwerbung oder Pampers-Werbung bin ich schon am Heulen. Es ist ein bisschen komisch, muss ich sagen, aber ich mag es irgendwie. Ich kann es immer wieder auf die Schwangerschaft schieben, egal was ich mache. Ja. Fehlt im Moment irgendwas oder ist der Sport ganz in den Hintergrund gerückt? Nein, ich trainiere gerade noch ein bisschen weiter auch. Also ich werde es versuchen, bis zum Ende auch durchzuhalten, dass ich immer mal wieder was für den Körper mache, damit ich dann wirklich mehr oder weniger fit in den Anfang gehe und auch wieder fit zurückkomme oder schnell zurückkomme. Das macht mir auch gerade echt noch viel Spaß. Es wird zwar immer träger und behäbiger, aber der Sport gibt mir auch irgendwie was. Also es ist schon so, ich bin froh, dass ich den Sport da auch noch habe. Jetzt habe ich schon wieder die Frage vergessen, weil ich auch diese Schwangerschaftsdemenz habe. Aber ich hoffe, ich bin auf den Punkt gekommen. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass alles vernünftig läuft in der Schwangerschaft. Stabile Schwangerschaft. Ich bin total glücklich übrigens, ja. Mir fehlt gar nichts gerade. Wo soll der Sohnemann die ersten Schritte machen? Auf dem Parkettfußboden der heimischen Wohnung oder auf Sand? Also da wir ja sehr viel Sand auch in der Wohnung haben, wird beides passen. Wann geht es wieder los mit dem Sport danach? Wie sind die weiteren Planungen? Also dieses Jahr ist ja eigentlich das Nicht-Sportjahr, aber zum Ende des Jahres geht es vielleicht auch wieder los. Wie schnell rückt der Sport dann wieder ein bisschen in den Vordergrund? Da ich ja noch nicht Mama geworden bin, weiß ich gar nicht, wie das so sich anfühlen wird. Ich werde es aber auf jeden Fall langsam auf mich zukommen lassen. Ich habe das auch mit meinem Team besprochen, dass ich da erstmal abschätzen will oder erstmal auch die Zeit mit der Familie haben will, die Zeit mit dem Kleinen, irgendwie in den Tagesrhythmus, Ablauf kommen möchte und für mich die Zeit auch garantiert brauche. Irgendwann wird mir garantiert wie auch die Decke auf den Kopf fallen. Da werde ich spätestens auf dem Platz stehen. Lass es 2-3 Monate sein und dann werde ich, denke ich mal, regelmäßig wieder im Sand stehen. Die Beachvolleyballerin Laura Ludwig ist eine totale Kämpferin. Vorteil für die Geburt? Wir werden mal sehen. Ne? Mal gucken, ob ich dann nur am Heulen bin oder ob es schnell geht. Also ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ich freue mich total auf diese Erfahrung. Ich weiß, dass es auch hart wird, aber ich freue mich sehr. Alles Gute dafür. Dankeschön.